In Deutschlands Klassenräumen verbirgt sich eine Zahl, die viel zu wenig wahrgenommen wird. Mehr als 100.000 junge Menschen verlassen die Schule jedes Jahr ohne Abschluss. Diese riesige Zahl ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Ihnen allen fehlen Perspektiven fürs Leben. Einige von Ihnen bekommen eine weitere Chance und überraschend viele von Ihnen nutzen sie und kommen doch noch mit einem Abschluss nach Hause. Birgit Pfirnig war für uns mittendrin, dort, wo versucht wird, den Schulabbrechern mit besonderer Pädagogik neue Hoffnung zu geben, in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. 2 mal 9 sind 20. Mit viel Geduld versucht Lehrer Rüttgers, seine Schüler an Mathe heranzuführen. Keine leichte Aufgabe, erklärt er mir, denn sie alle sind Schulabbrecher. Kevin kam in der Hauptschule irgendwann nicht mehr mit. Hatte mal bei seiner Mutter gelebt, dann bei seinem Vater, schließlich auch im Kinderheim. Mühsam kämpft er sich jetzt zurück. Er will einen Schulabschluss. Mathe ist jetzt, weil ich lange nicht mehr so drin bin im Unterricht, so, es ist für mich schwer wieder. So viele Zahlen, das macht mich irre im Kopf. Und dann komme ich nicht klar damit. Aber ich kriege halt Unterstützung hier. Denn hier auf der Produktionsschule Low-Tech in Eschweiler bekommen Schulabbrecher eine letzte Chance. Alle Fächer sind praxisbezogen. Die meiste Zeit verbringen die Schüler in Werkstätten. Ein dänisches Schulmodell. Eine sehr, sehr gute Alternative zum üblichen System und auch eine aus meiner Sicht sehr viel bessere Version. Eben diese Verquickung von Werkstattarbeit und Schule an einem Ort. Kurze Pause, dann geht es für den 19-jährigen Kevin weiter in der Holzwerkstatt. Heute geht es darum, einen Schrank aufzubauen. Erst einmal müssen die Einlegeböden gefräst werden. Ja, super. Wir haben hier gerade im Werkstattbereich immer die Möglichkeit, Matheunterricht hier sofort anzuwenden. Wie gesagt, wir haben hier die Zeichnung von dem Schrank, aber keine Maße von den Böden, die da reinkommen. Also, Kevin, rechne mal aus. Geteilt durch 3 kommen wir auf. Was haben wir noch? Auf. Da sind 4 cm die Außenwände. Ganz genau, wir müssen die Außenwände abziehen. Plötzlich fällt Kevin das Rechnen gar nicht mehr so schwer. Zu oft Schule macht mein Kopf durcheinander und Werkstatt so macht mein Kopf frei. Andere probieren sich im Schnitzen aus. Nur reiner Schulunterricht geht nicht, halten die nicht durch. Deswegen haben sie auch vorher auf den anderen Schulen haben sie ihren Abschluss nicht bekommen. Bei uns geht's. Denn hier in der Produktionsschule können sie sich ausprobieren. Die 21-jährige Cora versucht sich im Landschaftsgartenbau. Die Zahl der Schulabbrecher hat zugenommen. Warum, will ich von Ihnen wissen. Kevin, da sind wir uns, glaube ich, einig, das hat was mit Mobbing zu tun. Ja, Mobbing war ein sehr, sehr heftiges Thema bei mir. Ich kam in der Schule, Einschulung schon rein, da fing schon an mit Mobbing. Ich hatte früher ja auch mal so welche Gedanken gehabt, Selbstmord zu machen. Ich habe aber einfach weitergemacht. Auch Cora fühlte sich in ihrer Realschule immer wieder gemobbt und ausgegrenzt, weil ihre Eltern arbeitslos sind. Die sind ja Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Also das ist jetzt beispielsweise meine Erfahrung gewesen. Die kriegen ja so nichts auf die Kette. Ich habe es versucht, ganz stark, aber trotzdem. Doch hier wird Cora aufgefangen. Fast jeder hier hat soziale oder psychische Probleme. Sie unterstützen sich gegenseitig, haben Verständnis für die Schwächen der anderen. Reden darüber, manchmal auch beim Kartenspielen. Auch das haben sie vorher an anderen Schulen so nicht erlebt. Im letzten Jahr haben von 24 Schülern 20 einen Schulabschluss geschafft.